Sag dem Captain, dass ich auf die Brücke zurückkehre, sobald ich diesen Botengang erledigt habe. Ja, Ma'am. Schön, euch an Bord zu haben. Ich bin Lieutenant Silas, stellvertretende Kommandantin der Black Talon. Wir bringen euch nach Dromon Kaas. Das Schiff sollte ausreichen. Wie lange, bis wir den Planeten erreichen? Nicht länger als ein Tag. Die Black Talon fliegt diese Route regelmäßig, ohne Probleme. Wir sind normalerweise ein Transporter. Ich möchte im Namen aller hier noch erwähnen, dass es eine Ehre ist, den Sith und der Korriban-Akademie zu dienen. Betrachtet euch als unser Gast. Aber natürlich, nur zu. Ich will euch nicht länger aufhalten. Wenn wir im Dromund-System eintreffen, lasse ich es euch wissen. Ach übrigens, euer Druide ist im Konferenzraum. Wir haben ihn mit den Verbesserungen von Geonosis aufgenommen. Als wir hier andockten, sprach er von euch. Wenn mein Druide wartet, dann sollte ich mal nachsehen, was er von mir will. Ihr könnt euch jederzeit an die Besatzung wenden, wenn ihr etwas benötigt. Ich bin auf der Brücke. Und ihr Soldat, wenn ihr fertig seid, hier Ehrenwache zu spielen, geht auf euren Posten zurück. Das ist hier keine Luxusjacht. Ja, Ma'am. Identität bestätigt. Guten Tag. Ich bin die fortschrittliche Protokolleinheit NR02. Meine Aufgaben sind Diplomatie, Übersetzung, Totschlag und Verleumdung. Ich habe eine dringende Mitteilung von meinem Herrn für Sie. Halten Sie sich für die Zustellung bereit. Warum glaubst du, mich interessiert, was dein Herr zu sagen hat? Ich bin mir sicher, ihr werdet interessiert sein. Jeder, der durch den imperialen Raum reist, muss meinem Herrn zuhören. Hier Einheit NR02 für Groß Moff Kilran. Sie haben jetzt Kontakt zur Black Talon. Ausgezeichnet. Und du hast mir genau die Person gebracht, die ich gesucht habe. Mein Name ist Rikus Kilran. Ich bin Kommandant der 5. Flotte, direkt dem Kriegsminister unterstellt und, was mir persönlich am besten gefällt, der sogenannte Schlächter von Coruscant. Ich verstehe nicht. Was geht hier vor sich? Es liegt auf der Hand, dass ich Hilfe benötige. Daher habe ich NR02 gebeten, die Passagierliste des Schiffs zu überprüfen. Und wie das Glück es wollte, konnte ich sie kontaktieren. Ich war bereits an Bord der Black Talon. Vor 6 Stunden hat die Republik ein paar illegale Übergriffe am Rande des imperialen Raums unternommen. Ein feindliches Kriegsschiff ist entkommen. Das Kriegsschiff, die Brentar Star, hat einen Passagier von hoher strategischer Bedeutung an Bord. Und euer Schiff ist das einzige, das sie abfangen kann. Was genau ist meine Aufgabe? Das werde ich sofort schildern. Der Passagier des Kriegsschiffs hat den Codenamen Der General. Wir kennen seine Identität nicht, aber die Republik glaubt, er besitzt Militärgeheimnisse. Unsere Geheimnisse. Ich glaube den Berichten. Der General muss gefasst oder getötet werden. Captain Orsic, der Kommandant eures Transporters, teilt meinen Enthusiasmus nicht. Er hat sich meinen Angriffsbefehlen widersetzt. Ihr dürft ihm gerne zeigen, was das Imperium von Feiglingen hält. Übernehmt dann sein Schiff. Sucht die Brentar Star und kümmert euch um den General. Jetzt gerade bin ich mehr daran interessiert, nach Dromon Kaas zu gelangen. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich bin sicher, ich kann Darth Baras überzeugen, nichts gegen eine kleine Verspätung zu haben. Der General wird am Ende des Tages in Haft oder tot sein. Denn wenn er es nicht ist, das versichere ich euch, wird euer Schiff niemals sein Ziel erreichen. Ich werde zur Brücke vorgehen. Sobald wir Captain Orsic beseitigt haben und die Übernahme erfolgreich war, können wir zur Brentar Star. Halt! Dies ist Sperrgebiet. Auf Befehl von Captain Orsic. Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Ich schlage vor, ihr weicht zurück, bevor noch jemand verletzt wird. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Dies ist die Einstiegsschleuse zum Kommandodeck. Niemand darf hinein, bis wir das Ziel erreichen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen sofort weiter zur Brücke. Wir haben den Befehl, jeden hier als Angreifer einzustufen. Nehmt euren Droiden und verschwindet. Mich schüchtert niemand ein. Ihr hattet eure Chance. Ich hab euch gewarnt. Blaster raus! Angriff! Angriff! Alle Marines wurden neutralisiert. Suche nach weiteren Bedrohungen. Was ist hier los, Sir? Ganz ruhig, Fenrich. Alle ruhig bleiben. Keine Bedrohungen entdeckt. Die Brücke ist jetzt sicher. Wer trifft hier die Entscheidungen? Ich bin Captain Revinal Orsic. Ich denke, ich weiß, was hinter all dem steckt. Nur fürs Protokoll. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Ich verstehe, Captain. Dann kann zumindest die Besatzung jetzt aufatmen. Wenigstens ist es etwas wert. Ihr seid auf Wunsch des Moffs hier, oder? Ihm muss sehr am Passagier der Brentar Star gelegen sein.
Vielleicht hasst er mich auch bloß. Die Black Talon würde bei der Verfolgung eines Kriegsschiffes zerstört. Ich habe schon in diesem Krieg gekämpft. Und ich werde es wieder tun. Aber nicht mit einer Selbstmordmission. Ich will hier niemanden zum Märtyrer machen. Wir können diese Mission erledigen und überleben. Natürlich glaubt ihr das. Ich sehe es etwas anders. Hört auf mich. Ihr mögt es geschafft haben, ein Schiff zu kapern, und das ist wirklich beeindruckend. Aber die Brenthal Star zu übernehmen ist etwas ganz anderes. Ich kann uns vielleicht nahe heranbringen. Aber dann müsst ihr an Bord gehen, eine Armee aus Soldaten der Republik bekämpfen und den General finden. Das ist nicht möglich. Wir haben keine Wahl. Das sind Moff Kilrans Anweisungen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir also zusammenarbeiten. Ich verstehe. Ihr seid also genauso ein Opfer wie ich, was? Der verdammte Kilran und seine Flotte. In Ordnung. Noch will ich nicht als Verräter gebrandmarkt werden. Ich weiß nicht wie, aber wir werden ihn kriegen. Gehen wir an die Arbeit. Wir haben nicht viel Zeit. Übertrage neue Befehle auf alle Brückenkonsolen. Priorität 1, die Brenthal Star abfangen. Ihr habt den Droiden gehört. Alle Mann bereit machen für Lichtgeschwindigkeit. Verlassen jetzt den Hyperraum. Ein Kriegsschiff der Tranta-Klasse erscheint auf den Scannern. Fahren Waffen und Schilde hoch. Der Feind feuert. Turboleser, Raketen und etwas, das wie Transportkapseln aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Ausweichmanöver. Haltet die Kapseln auf Abstand. Sie sehen harmlos aus. Aber sie docken an der Hülle an und schneiden sich dann mit Sabotagedroiden durch. Ausweichmanöver. Aye, Sir. Sir, 3 Fähren auf Abfangkurs. Ein Angriffskommando. Wir haben zu wenig Verteidigung, um sie am Landen zu hindern. Lasst sie nur landen. Ich kann mich aller Eindringlinge annehmen. Dieses Vorgehen ist äußerst ratsam. Das Sicherheitspersonal wird euch am Eingang der Fährenrampe treffen. Verteidigt das Schiff um jeden Preis, dann schaffen wir es zur Brenthal Star. Schadensberichte von allen Decks. Noch halten wir uns, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Haltet weiter durch, Fähnrich. Enttäuscht uns nicht. Alarmbereitschaft. Groß Moff Kilrans Abgeordneter ist zurück. Wie ich sehe, habt ihr euch um den Angriff der Republik gekümmert. Gratuliere. Vielen Dank, Captain. Wir haben die erste Angriffswelle der Brenthal Star überlebt. Es wird ruhig bleiben, bis wir auf Jägerentfernung sind. Also noch 1 oder 2 Minuten. Eine Übertragung. Langstrecke. Es ist eine Nachricht. Aber sie kommt nicht von der Brenthal Star. Bitte durchstellen, Fähnrich. Hier spricht Jedi-Großmeisterin Satil Shan an das nicht identifizierte imperiale Raumschiff. Ich bin mit 16 Schiffen der Republik auf dem Weg zu euch. Ich rate euch, euch zurückzuziehen, bevor noch mehr mit dem Leben bezahlen. Welch erfreuliche Begegnung. Ich bin froh, dass ihr zur Vernunft kommt. Lasst uns diesen Konflikt gemeinsam beenden. Die Brenthal Star steht unter meinem Schutz. Mein Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten und ich schickte dann die Star voraus. Wir stoßen wieder zusammen. Ich habe gerade erst 3 imperiale Schlachtschiffe vernichtet. Ich möchte euch nicht töten. Der Frieden zwischen der Republik und dem Imperium ist zerbrechlich. Und die gestohlenen Geheimnisse an Bord der Brenthal Star? Wahrt der General auch weiterhin den Frieden? Der General kann für sich selbst sprechen. Aber ich denke, er handelt im Namen des Friedens. Solche Vorfälle ereignen sich in der ganzen Galaxis. Aber nur, wenn wir es zulassen. Überlasst mir die Brenthal Star. Falls nicht, dann möge die Macht mit euch sein, denn die Männer und Frauen an Bord werden euch in Schach halten, bis wir eintreffen. Und ihr werdet besiegt. Wenn dieses Gerede nicht aufhört, gibt es Tote. Ihr habt eure Position deutlich gemacht. Aber macht euch auch bereit, einem Jedi entgegenzutreten und überlegt, was das bedeutet. Sind auf Jägerentfernung. Die Brenthal Star startet die erste Staffel. Wir sollten dasselbe tun. Ich nehme an, ihr führt die Entermannschaft an, die den General sucht? Ich tue, was immer nötig ist, um es zu beenden. Da ist noch etwas. Ich habe euch meine Hilfe versprochen. Daher habe ich ein paar Versorgungsgüter aus dem Laderaum für euch. Irgendwer auf Drom und Kaas wird vielleicht enttäuscht sein, wenn er die Lieferung nicht erhält. Aber unsere Lage hier ist sicherlich wichtiger. Ihr schlagt euch gut, Captain. Weiter so, dann schaffen wir es hier raus. Vielen Dank. Wir geben alle unser Bestes hier. Ich rate Ihnen, dass Sie zur Fährenrampe gehen. Der Flug zur Brenthal Star könnte gefährlich werden.
aber Groß Moff Kilran hat vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Protokolleinheit NR02. Ich hoffe, Sie können diese Nachricht verstehen und dass Sie einen störungsfreien Flug hatten. Bitte halten Sie sich für Sicherheitskoordinator Fähnrich Brukara bereit. Die Marines sind auf dem Weg. Sie folgen euch rein und sichern dann jede Kreuzung, die ihr sichert. Lasst euch nur nicht zu viel Zeit. Wir sind kein Militärschiff. Mehr als das können wir euch nicht bieten. Ich bin hiermit gewarnt. Ich habe die Kommunikation der Brenntal Star gescannt und das Sicherheitspersonal scheint die Rettungskapseln schützen zu wollen. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass die Crew den General evakuieren möchte. Sie müssen ihn ergreifen oder ausschalten, bevor er entkommen kann. Ich benötige keinen Droiden, der mir sagt, wie ich meine Arbeit machen soll. Verstanden. Ich verfolge lediglich Groß Moff Kilrans Interessen. Ich melde mich wieder, wenn sich die Situation ändert. Greifen Sie alle Verteidigungspunkte zwischen Ihnen und dem Ziel an. Die Rettungskapseln sind nicht weit. Ihr könnt es alleine schaffen, General. Und was wird aus euch? Ich stelle mich meinem Schicksal. Geht jetzt, mein Freund. Bleibt, wo ihr seid. Ich bin Yadira Ban, Padawan des Jedi-Ordens. Meine Aufgabe ist es, den General zu beschützen und ich lasse euch nicht passieren. Gib auf. Gib mir, was ich will, dann lasse ich dein Schiff unversehrt. Das kann ich nicht tun. Ein Jedi überlässt niemals Unschuldige in den Händen des Bösen. Ich habe sogar vor, euch Meter für Meter zurückzudrängen, wenn es denn sein muss. Genauso wie die Republik das Sith-Imperium immer tiefer in die Galaxis drängt. Dann gibt es keinen Weg, dass wir das friedlich lösen? Nein, jetzt nicht mehr, fürchte ich. Ihr könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen. Außerdem bezweifle ich, dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe, ohne meine Eingeweide zu verlieren. Wie habt ihr euch verletzt? Das habe ich mir beim Angriff eures Schiffes zugezogen. Die Wunden sind nicht tödlich, aber das mildert den Schmerz trotzdem nicht. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben sie euch das gesagt, als sie euch hierher schickten? Wussten Sie das überhaupt? Warum hintergeht ihr das Imperium? Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr verstehen. Wenn ihr hören würdet, was beide Seiten beabsichtigen, würdet auch ihr keinen neuen Krieg wollen. Sie entwickeln Waffen für den jüngsten Tag. Schilde, die ganze Planeten umschließen. Raketen, die die Sonnen verdunkeln. Republik und Imperium wollen ganze Welten vernichten. Zivilisationen auslöschen. Es wird anders als alles, was die Galaxis seit dem großen Hyperraumkrieg gesehen hat. Und es gibt kein Zurück mehr. Der sogenannte Friede ist bereits verloren. Wenn das stimmt, wieso dann zur Republik überlaufen? Es gibt keinen Platz mehr für mich innerhalb des Imperiums. Mein letzter Beitrag kann daher nur sein, das Gleichgewicht herzustellen. Für ein Patt zu sorgen. Das scheint jetzt wohl belanglos zu sein. Nun habt ihr mich. Mich, meinen Bauch voller Blut, mein Implantat voller Kybernetikgeheimnisse und gestohlener Pläne. Was habt ihr nun vor? Ich bringe euch an Bord meines Schiffs. Von dort aus werdet ihr nach Drum und Kaas gebracht und gelangt in Gewahrsam des Imperiums. Wo ich dann gefoltert oder hingerichtet werde?
oder im besten Falle für den Rest meines Lebens in einer Zelle sitze. Aber da es auch keinen Ort in der Galaxis gibt, wo ich mich verstecken könnte, folge ich euch. Captain Orsic hier. Ihr seid also auf dem Rückweg. Ich denke, ich darf euch beglückwünschen. Unsere Marines wurden zur Black Talon zurückgerufen. Sobald ihr wieder an Bord seid, gehen wir auf Lichtgeschwindigkeit. Verstärkungen der Republik könnten jede Minute hier sein. Bereitet eine Zelle vor. Ich bringe einen Gefangenen mit. Der General? Ich bin sicher, der Droide und Groß Moff Kilran werden froh sein, dass wir ihn lebend haben. Wir sehen uns auf der Brücke. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Orsic Ende. Die Helden des Tages kehren zurück. Willkommen zurück. Meine Männer werden den General in die Arrestzelle bringen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so sauber über die Bühne geht. Es gab Widerstand, aber er ist überwunden. Das bezweifle ich nicht. Euer Urteilsvermögen ist einzigartig. Groß Moff Kilran erwartet sehnlichst Ihren Bericht. Soll ich ihn durchstellen? Ihr habt wieder das Kommando. Entscheidet selbst. Der Groß Moff soll durchgestellt werden. Ich öffne den Kanal. Wie gut, dass ich meine Freunde an Bord der Black Talon erreichen kann. Der Droide hat mich über eure Arbeit unterrichtet, aber ich wollte es gern von euch selbst hören. Wie verlief der Angriff? Die Brantle Star wurde ausgeschaltet und der General gefasst. Er wird schon bald in euren Händen sein. Sehr gut. Sollen sich Korriban und der Imperiale Geheimdienst um ihn kümmern? Ihr könnt stolz sein. Dies ist nur eine von vielen Operationen, die wir in der ganzen Galaxis abwickeln. Ein neuer Anfang des Krieges. Der General war eine der wichtigsten Waffen, die die Republik besaß. Ein Überläufer. Ihr habt ihn aus den Händen des Feindes entrissen. Ich werde das nicht vergessen. Und ich sorge für eure Belohnung. Es wird kein nächstes Mal geben. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Oder? Aber meine Worte sind belanglos. Schon bald werdet ihr unsere Heimatwelt erreichen und mit eigenen Augen sehen, wofür ihr kämpft. Das sollte inspirierend sein. Genießt den Rest eurer Reise. Kilran Ende. Ihr seid es, ja. Nicht wie diese Wanzen, die mit euch die Fähre verließen. Ihr strahlt Macht aus. Ich verneige mich vor euch. Ich diene Lord Baras. Er schickt mich, um seine neuen Schüler zu empfangen. Ich wollte auf keinen Fall zu spät sein. Oh nein. Baras hätte mich selbst empfangen sollen. Es steht mir nicht zu, den Meister in Frage zu stellen. Ich bin nur ein Sklave, der jeden Atemzug der Gunst von Lord Baras verdankt. Er befahl euch, Drom und Kaas zu zeigen, und ich gehorche. Dann fangt endlich an. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Augenblicklich. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Lord Baras befahl mir, euch aufzufordern, dass ihr euch Kaas City ansieht, bevor ihr euch bei ihm meldet. Die Imperialen sorgen hier für Ordnung, aber sie werden euch in Ruhe lassen. Wenn ihr soweit seid, erwartet euch Lord Baras in seinen Gemächern. Sagt ihr ihm, dass ich alles gut gemacht habe? Dass ich euch gut gedient habe? Ihr habt getan, was euch befohlen wurde. Meinen Dank. Ihr seid erhaben und gütig. Ich verneige mich vor euch. Wow. Ihr habt euch bei ihm aber erstaunlich zurückgehalten.